sich in einer anderen Liga zurechtzufinden, vor allem dann, wenn man da gar nicht rein wollte, ist gar nicht so einfach. Die FCN U19 hat's aber geschafft. Nach dem bitteren Abstieg aus der A-Jugend-Bundesliga im Sommer kicken die Jungs von Trainer Fabian Adelmann nun eine Liga tiefer in der Bayernliga und haben das bestens angenommen. Sie zeigen Zähne. Aus den ersten drei Spielen holten sie 3 Siege. Nach der langen Vorbereitung war es natürlich auch wichtig für uns, dass endlich die Saison losgeht. Wir waren auf jeden Fall froh, dass wir so gut in die Saison starten konnten. Und natürlich 3 Spiele, 3 Siege ist natürlich optimal gelaufen. Bemerkenswert bei den bisherigen Auftritten der U19, die Torgefahr. 24 Treffer sind die Ausbeute aus den Spielen gegen Deißenhofen, Landshut und Memmingen. Das ist Liga-Topwert. Wir haben uns natürlich auch vorgenommen, irgendwo dominanten Fußball zu spielen in der Liga. Das ist auch unser Anspruch. Wir gehen natürlich in die meisten Spiele als Favorit rein, aber es ist natürlich auch nicht immer einfach. Und klar haben wir in der Offensive unsere Stärken, aber gerade jetzt gegen Memmingen zum Beispiel hätten wir natürlich noch mehr nachlegen können. Deswegen waren wir auch einen Tick weit unzufrieden mit unserer zweiten Hälfte. Von daher ist es immer noch Luft nach oben und wir sind auf jeden Fall noch nicht zufrieden. Fabian Adelmann ist sich bewusst, dass sein Team zu den Liga-Favoriten zählt und einer der Meisterschaftsanwärter ist. Aber ein Selbstläufer ist die Bayernliga ganz sicher nicht. Mit der Spielvereinigung Unterhaching, dem TSV 1860 München und Jahn Regensburg gibt es starke Konkurrenz und nur einer steigt auf. Wir wissen auch, dass wir halt jetzt Schritt für Schritt weiterschauen müssen und natürlich, es wird jetzt nicht einfach. Und wir haben jetzt schwere Aufgaben in den nächsten Spielen mit dem Pokalspiel und dem Spiel jetzt am Wochenende gegen Rosenheim und danach gegen Unterhaching, wo wir auf jeden Fall Gas geben müssen. Der Grundstein für eine gute Saison ist jedenfalls erst einmal gelegt. So darf es ganz gerne weitergehen.